Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Overwatch. Diesmal das 2 Suspect hat einen Karambit Gemetzel in Field-Tested, glaube ich. Das sieht auf jeden Fall nach Field-Tested-Look aus. Das heißt auf jeden Fall schon mal ein Skin dahinter. Wo ich mir sicher bin, beziehungsweise könnt ihr ja gleich einfach mal sagen, dass der Typ Wallhackern hat. Warum? Ganz einfach, ich habe mir das Match jetzt schon 2-3 Mal angeguckt, weil ich es irgendwie dumm finde, wenn ich immer diese, beziehungsweise einen Overwatch mache und einfach vorher das überhaupt selber nicht analysiert habe und dann irgendeinen Scheiß laber. Dementsprechend habe ich das Video natürlich schon 2-3 Mal angeguckt. Jetzt kommt gleich so eine Situation, wo er jetzt durch die Wand drauf ihn, auf den Gegner drauf aimt und den umsprayt. Das heißt, jetzt hier sieht man, da war der Aimlock durch die Wand drauf und gleich gibt es 2-3 Situationen, wo er einfach, ja, ich glaube, einen Flash-Schutz hat. Sprich einen Flash-Protect, weil er einfach nicht blind wird. Er tötet gerade, oder beziehungsweise gleich 2-mal Menschen, wo er voll blind ist und auch noch nach-aimt. Das heißt, keine Situation, wo er jetzt einfach irgendwie nur abdrückt oder sonst was. Und das werden wir gleich sehen. Einmal ist es gleich auf lang, einmal ist es in der Mitte. Jetzt werden wir einfach mal sehen, was er jetzt hier macht. Und er hat sehr, sehr komisches Movement. Das heißt, entweder ist er am Smurfen, was ich irgendwie nicht glaube, weil, wenn man jetzt mal guckt, hatte gerade nach 9 Runden 10% Headshot-Quote. Das heißt, er ist auf jeden Fall kein Supreme, kein Global, kein LEM, weil jemand, der 10% Headshot-Quote hat, der spielt nicht in einem höheren Bereich, finde ich. Also, außer man ist halt tatsächlich AWP-Spieler, aber selbst dann passieren einem zwischendurch mal Headshots. Normal ist eigentlich so 40-50%. Ich glaube, ich habe 49% Headshot-Quote, obwohl ich sehr, sehr viel AWP spiele. Und, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen komisch, wie er spielt. Und dafür, dass er DMG ist und dann im Goldlöfer-Bereich smurft, das könnte natürlich sein, weil die Gegner auch sehr, sehr schlecht treffen. Das heißt, wie man jetzt hier gerade sieht, treffen die Gegner ihn gar nicht. Er wird jetzt zwar sterben, ne, er tötet ihn sogar noch, aber man hat schon gesehen, dass der Gegner wirklich 40 Schuss gebraucht hat, um ihn überhaupt auf 15 AP runterzuschießen. Das heißt, es kann auch sein, dass er ein DMG-Smurf ist, der gerade einfach seinen Knife auf seinen Smurf geballert hat und gerade im Goldlöfer-Bereich abschimmelt und der versucht, ein paar Kills zu machen. Glaube ich aber eher nicht dran. Jetzt kommt, glaube ich, die erste Szene, wo er flashed ist und den Kill macht. Ja, da full blind. Man sieht das ja an dem Kringel. Wenn der Kringel wieder runter geht, dann, also, sobald der Kringel voll ist in der Mitte, dann ist er noch full gold. Das heißt, er sieht gar nichts. Sobald der Kringel abwertet auf beiden Seiten, das heißt, dann faded die Flash. Das heißt, man kann wieder etwas sehen. Und er hat gerade in dem Moment getroffen, auch mit nachziehen und auch mit richtig drauf aimen, als er noch komplett Gold war. Das heißt, es ist halt, ja, schon auf jeden Fall so ein Anzeichen dafür, dass er Warlock hat oder sogar irgendeinen anderen Hack, so ein No-Flash-Hack oder sonst was. Jetzt hier oben, Failshot, aimt jetzt durch die Kiste. Aber das sind alles so Sachen, die macht man standardmäßig. Und da hat man jetzt gerade gesehen, habt ihr das gerade gesehen, dass er durch die Wand drauf predicted hat? Auf den Gegner, da sieht man jetzt noch das Einschussloch. Das heißt, der Kandidat hat hundertprozentig Warlock an und einen Flash-Schutz. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal sicher sein. Jetzt könnt ihr ja mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Ich denke, dass der Hack an hat. Jetzt sieht man gleich noch eine Situation, wo er auf diese Box hoch aimt. Das heißt, er aimt auf A, auf die Zweier hoch. Niemand aimt auf die Zweier-Box hoch. Kein Mensch. Ich habe noch nie jemand gesehen, der wirklich auf die Zweier-Box hoch aimt und da predicted. Das macht kein Mensch. Keine Ahnung. Der Fokus liegt eigentlich immer auf die Fässer. Also auf die Spools an der Ramp, dann ist der nächste Fokus irgendwie Richtung Goose. Jetzt müsst ihr ja nicht gesehen haben, dass der K ist. Richtung Goose. Und dann geht man von 1er Goose zu 2er rüber und aimt dann ab oder man aimt CT. Aber er macht es so, jetzt sieht man das gleich. Okay. Den hat er natürlich auch einfach so gesehen. Und da hat man jetzt nochmal einen Kringel gesehen, das heißt, wenn er voll aufgeladen ist, ist man einfach voll Gold. Jetzt geht er da oben hoch auf die Box und man sieht schon, er aimt gar nicht mehr 1er ab, er aimt gar nichts anderes ab, sondern er geht wirklich direkt zur 2er und aimt hoch und predicted da rein, ohne dass er wirklich irgendwas richtig abaimt. Und das ist auf jeden Fall schon so ein Anzeichen, auf jeden Fall ein gutes Anzeichen. Jetzt sieht man nochmal, wie er durch die Wand aimt, aber da wird er leider weggeklickt, beziehungsweise Gott sei Dank hat der Hacker jetzt hier nicht so das einfache Spiel. Jetzt werden wir einfach sehen. Jetzt müsste, glaube ich, noch... Ne, jetzt kommt keine Szene, wo er voll Gold ist. Jetzt ist er auf jeden Fall mit P90 Flash drauf. Schießt jetzt unten rein. Okay, das ist ein Standard, dass er immer ein bisschen auf beiden Seiten reinballert. Jetzt kann er gucken, was er macht. Ich schätze mal, er wird rauspushen. Er bleibt close stehen. Und er steht jetzt auf jeden Fall. Tot. Jetzt müsste eigentlich der Move kommen.
Nein, Mann, warum hat er denn kein Geld? Dann kommt das in der nächsten Runde. Der Move, wo er dann tatsächlich Mitte von Catwalk einfach komplett Flash holt. Ich glaube sogar von Palm. Und dann jetzt hier Skins aufsammelt. Das heißt, er wird auf jeden Fall sein Karambit-Gemetzel verlieren, hoffe ich. Wenn er seinen schönen Overwatch bzw. Wackband kriegt. Ist auf jeden Fall eine nice Sache. Jetzt hier zum Beispiel, er flasht jetzt vor, damit er rumziehen kann wegen der AWP. Natürlich ist er Standard-Movement. Das heißt, man kann da flashen, aber niemand flasht unten. Wenn ich weiß, dass da einer steht, dann flasht man über Bande. Jetzt hier auch. Der war übel silent, hat keine Steps gemacht, hat ihn trotzdem ausgemoved. Den dann lang. Wenn man jetzt auch mal den Cross-Spieler hat, der wirklich in Langdors reinämmt als CT-Spieler mit AWP, dann flasht man über Bande, man flasht oben drüber her, man flasht sonst was. Jetzt hier auch schon wieder. Der Blick nach oben war auf jeden Fall da, aber er wollte es halt nicht zu auffällig machen, deswegen hat er irgendwie die Kiste reingeballert oder sonst was. Das heißt, man flasht über Bande aus lang raus und flasht nicht so dämlich da unten. Das hat irgendwie, das sah aus, als wäre 50 Stunden, 100 Stunden Cheater-Noob einfach nur, der überhaupt gar keine Ahnung von dem Spiel hat. Jetzt kommt dieser Catwalk-Schuss, wo er Full Gold ist. Jetzt moved er auf Catwalk. Jetzt ist er Full Gold und zieht nach. Habt ihr das gesehen? Er hat von links nach rechts nachgezogen und hat dann perfekt drauf predicted. Das heißt, ich bin mir sehr sicher, ich bin mir zu 100%ig sicher, dass der Warlock hat jetzt hier nochmal ein kleiner Move. Niemand aimt links ab. Finde ich sehr selten, dass man da so slow rumgeht und dann links die Ecke abaimt. Meistens ist es so, dass der links steht, hinter der Kante oder hinten links im Ninja-Eck, dass man da irgendwie erst drauf stoßt, wenn der Gegner einen auf einen schießt. Weil das ist halt meistens so die Situation, dass man auf diese Ecke nicht achtet, außer man hat halt wirklich das Problem, dass er mehrere Runden sitzt, dann achtet man drauf. Aber ich finde, an sich achtet man da nicht so drauf. So, das heißt, wir werden, für Aim Assistance hat er natürlich nicht an, Vision hat er auf jeden Fall an. Jetzt werden wir mal gucken, ob No Blind Anti, ne, das hat er auch nicht. Jetzt werden wir jetzt mal gucken, ob er irgendwelche Scripts, B-Taking, Automatic Jump Script, Ups and Down Views, etc. Da würde ich jetzt noch dazu gehen, weil er halt einen Anti-Flash-Dings-Proc drin hat. Das heißt, ihr könnt ja mal reinschreiben, für was ihr den reported würdet. Ich mache auf jeden Fall die beiden Sachen, das heißt, ESP hat er auf jeden Fall clean, beziehungsweise hat er auf jeden Fall ein ESP an und ja, auch ein Flash-Protect. Ein Flash-Schild oder sonst was. Hoffe, es hat euch gefallen. Euer Maxon. Jupp, ciao.